Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Assassin's Creed Valhalla in der Nachmitternacht Edition. Ja, wir haben schon 2 Uhr morgens, aber ich nehme trotzdem weiter auf, weil einer geht noch, ne? Ein Part kann noch gehen, muss noch sein. Dann bin ich erstmal fertig und kann mich dann anderen Projekten widmen, wie zum Beispiel weiterhin Odyssey und Cyberpunk. Ist ja auch noch nicht abgeschlossen, ne? Das muss für den Monat auch noch gefüllt werden. Ja. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Aber erstmal kommt das hier, ne? Ah ja, man sieht das nicht vorhandene Auge. Was er sich ja rausgerissen hat. Finde ich immer noch gruselig, um ehrlich zu sein. Aber gut, wenn er meint. Opferaltar abgeschlossen. Was? Ach ja, stimmt. Sorry. Ich habe den Bären. 5 Fertigkeitspunkte. Nice. Ich habe gedacht nur 2, aber stimmt, da war ja 5, ne? So. Machen wir mal. 2, 3, 4 und 5. Ne? Fehlen uns hier nur noch 2. Dann können wir ja guten Gewissens gehen, ne? Ich meine, ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass ich den Bären hinkriege. Ja. Tschüss! Ja. Ich glaube, der kann uns nicht leiden, der Dings Keiler. Ja. Ich bin schon weg. Ich gehe dahin, wo ich herkam. Oder so ähnlich. Nö. Vielleicht kann man ja. Oh. Okay. Kann man ja wieder zurückkehren. Wie nach Nordwege. Der Preis der Weisheit. Ja, die Quest haben wir abgeschlossen. Oh, kriegen wir auch wieder einen ganzen Schub an Erfahrungspunkten. Okay. Sehr cool. Das gefällt mir. Das finde ich toll. Ne? Gucken wir mal, was noch so auf uns zukommt. Bestimmt einiges. Okay. Ich dachte schon, ich habe nichts mehr zu trinken hier stehen. Aber dann muss das Koffein halt her. Ich habe ja eh noch, ich gedenke eh noch, ein bisschen länger wach zu bleiben. Also ist es ja nicht so schlimm, ne? Ja. Sehr schön animiert. Irgendwelche Puderwolken, die mir ins Gesicht zuckern. Sehr nice. Blablabla. Drogen. Ja. Huch. Ja. Kamera. Das ist schöner Perspektivenwechsel, der nicht durch mich kommt, weil sonst, ja, irgendwie nicht. Eben gerade hat die Kamera sich verselbstständigt. Sehr schön. Weil zwischendurch bin ich dran schuld, dass die Kamera schwenkt, aber wenn das so abgehackt ist, so zum Beispiel eben gerade oder jetzt, dann ist das tatsächlich vom Spiel irgendwie. Ich lasse das mal mit der Kamerafahrt. Ich denke mal, das Spiel mag das nicht. Ich glaube, das möchte uns an einem gewissen Punkt halten. Oder so ähnlich. Ich bin mir nicht mal sicher. Dann warten wir mal, bis das Spiel sich beruhigt, geladen hat, wenn es denn noch lädt. Ich bin mir nicht mal so sicher. Ich sehe keinen Ladebalken. Das beunruhigt mich immer so ein bisschen. Ja. Ich meine, es lädt ja noch nicht so lange, glaube ich. So eine Minute oder so. Also könnte es mir endlich mal zu Ende geladen haben, eventuell. Oder so ein kleines Symbol unten rechts. Das würde mich schon beruhigen.
dass ich weiß, dass ich nicht wieder in so einer Endlosschleife festhänge wie beim letzten Mal, wo wir da in diesem halben Ladescreen festgehangen sind. Vielleicht ist das wieder da. Nein, bitte nicht. Lass es kein halber Ladescreen sein. Bitte nicht. Wie beim letzten Mal mit diesem. Ja, ne? Sieht nämlich fast schon so aus. Bitte lass es nur ein ganz gewöhnlicher neuer Ladescreen sein. Nicht der Versuch, irgendwas zu machen. Ich schieb immer noch Panik. Also 2 Minuten sind bestimmt schon um. Oder 1,5. Ich bin mir nicht sicher. Aber Minimum 1 Minute. Das weiß ich. Ein bisschen mehr wird's... Oh, gut. Ja, gut. Jetzt. Jetzt bin ich beruhigt. Ein weißer Screen beruhigt mich definitiv. Wenn er denn jetzt auch verschwindet. Ah, das Symbol erscheint. Gut. Meine Gebete wurden erhört. Wenigstens etwas. Und jetzt sind wir wieder da. Mit beiden Augen. Und ein Fuchs. Hi, Fuchs. Na? Komm, sammle deine Gedanken und sag mir, was du gesehen hast. Sehr viel. Seltsame Dinge, Walker. Ich habe so viel mehr erfahren und gesehen, als mein Verstand begreifen kann. Ja. Sprich nur. In Jötunheim suchte und fand ich ein Met von unfassbarer Kraft. Er versprach Sonderbares. Davon zu trinken sollte mich vom Tod befreien, mich vor der Zerstörung durch Ragnarök schützen. Mhm. Von diesem Met versprach ich mir, weit in die Zukunft, über meinen Tod hinaus, weiterzuleben. Beeindruckend. War das deine letzte Vision? Nein. Nein, das war noch nicht das Ende. Etwas ruft mich zurück nach Asgard. Der Trank ist bereit, wenn du es bist. Was? Was? Schon? Okay. Dann einmal zurück nach Asgard. Ach, stimmt ja. Das ist derselbe Trank wie vorhin. Ahem. Das sah jetzt etwas komisch aus. Ist das ein Creed? So eine billig... Ja, okay. Solche Billig-Information... Information. Ja, Animation, wollte ich sagen. Aber es ist ja ungefähr das Gleiche, ne? Information, Animation. Was gibt's da schon für große Unterschiede? Ich meine, Animationen können Informationen liefern. Ich versuche mich irgendwie wieder rauszureden. Klappt nicht so gut, wie man merkt. Ja. So billige Animation. Ernsthaft? Damit willst du mich abspeisen? Ich meine, es muss richtig schwierig sein zu animieren. Das will ich nicht sagen, aber, ne... Das Spiel hat ganz schön viel Geld gekostet. Ich wollte es nur mal sagen. Wenn es dann so aussieht wie so ein 99-Cent Steam-Game, bin ich etwas enttäuscht. Ich meine, es sieht es nicht so aus, aber die Animation wirkte halt schon like, ja. Ne? Genau. Genau das, was ich vorher gesagt habe. 99-Cent Steam-Game. Ja, weißt du, diese Horror-Games, die bei Steam immer aus dem Boden schießen. Wo nicht alle so super sind. Aber gut. Dann wollen wir nochmal rein. Nochmal durch denselben Ladebildschirm. Yay! Pudrige Zuckerwolken. Versüßen mir. Oder auch nicht. Ich habe momentan keine Lust auf Süßes. Ich habe hier schon eine Cola stehen. Noch mehr Zucker und ich, ja, kollabiere. Also kannst du gerne laden. Bitte. Nicht nochmal 3 Minuten. Ich habe auf die Uhr geguckt. Ich weiß, wie lange du dauerst, Ladescreen. Glaube ich. 1 Minute schon um. Ich weiß es. Eben stand da noch 12 Minuten. Jetzt steht da schon 13 Minuten. Nach. Ja. Will ich wohl gehofft haben, dass du schneller lädst. Ah, schön. Oh. Ist es einfach nur Nacht, oder? Hey! Die Nornier sagten, ich würde dich hier antreffen. Das Seil ist fertig. Gleipnir ist dein Name. Ei. Hinter dieser Wunde steckt bestimmt eine gute Geschichte. Ja. Die ein anderes Mal erzählt wird. Hab Dank. Du darfst kein Spiel lassen, wenn du das Biest fesselst. Das Seil staucht und streckt sich, wie du es brauchst.
Okay. Wie gut hält es? Das Biest könnte sich widersetzen. Je enger du das Seil ziehst, desto fester wird es und desto größer wird der Schmerz. Ihn kenne ich auch. Bis sich das Tier nicht mehr bewegen kann. Also ich meine, aus God of War kommt er mir Danke, bekannt vor als Schmied. Danke, Ivaldi. Du darfst gehen. Ich meine, da waren es zwei Schmiede. Er und sein Fort Bruder. Aus Asgard, meinst du? Meine Schuld bei dir ist gänzlich beglichen. Ihr. Das meinst du damit. Wie versprochen. Ich danke dir, Harvey. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich erinnerst. Doch. Wohin wirst du nun gehen? Unter die Berge von Svartalfaheim. Unsere Berge. Um die Reichtümer der Erde freizulegen, das kann ich am besten. Na dann. Naja, Harvey hält sich ja an seine Versprechen, ne? Binden des Schicksals. Hier haben wir aber alles, ne? Also hier ist nicht nochmal irgendwie was aufgetaucht. Also aufwachen. Okay, hier drüben müssen wir hin. Ich würde gerne erstmal die Fertigkeitenpunkte einsetzen. Nicht Fähigkeiten, ich verwechsel das immer. Um hier beiden, die oben, hier oben die beiden noch mitzunehmen. So, dann würde ich gerne einmal hier dahin reisen, damit wir dann da runter können. Also können wir quasi hin und her reisen. Wie es uns beliebt, wenn wir dann die Tränke da trinken. Und später auch noch. Ich meine, müssen wir vielleicht auch gar nicht. Ist ja nicht so wichtig. Aber vielleicht machen wir irgendwann nochmal den Bären. Wenn es geht. Nur wenn es geht. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ne, aber das sehen wir ja dann. Das wird ja dann offengelegt. Gucken wir mal. Jetzt müssen wir erstmal warten. Sollte aber nicht allzu lange dauern. Gehe ich mal von aus. Denn so weit ist der Weg ja nicht. Okay. So. Warum stehen wir hier? Ich will es gar nicht wissen. Ja, den Brief haben wir schon gelesen. Kamen wir nicht hier irgendwo hier runter? Hier. Genau. Ich wollte gerade sagen, runterspringen mussten wir nicht, ne? Sprich mit Tür. Ah, jetzt müssen wir... Was? Ach ja, stimmt. Da war ja was. War das nicht der Verräter? Gedöns da? Keine Ahnung. Ist schon so lange her wieder. Ein bisschen. Aber wir kriegen das schon hin. Also wir kriegen das schon auf die Reihe, glaube ich. Ach, warte. Hier ist das Seil. Das können wir nehmen. Hui. Nein. Spring doch. Eieieiei. Ich habe gedacht, das wäre jetzt was geworden. Einfach mal runterknallen. Das wäre was, ne? So. Wir müssen noch ein bisschen. Schade, dass da hinten kein Schnellreisepunkt ist, aber gut. Das war den Entwicklern wohl nicht genehm. Deswegen müssen wir halt laufen. Ich hoffe, das tut nicht weh. Ja, zumindest nicht so ganz. Ich glaube, hier muss ich mir keine Sorgen machen, dass hier irgendwas rumschwimmt, was mir nicht gefällt. Hoffe ich. Aber das war ja bis jetzt in Valhalla nicht so. Ne, wie in Odyssee. Da muss ich mir eher Sorgen machen. Ach, die Nordlichter. Ich finde sie trotzdem wunderschön, auch wenn sie in dem Spiel nichts Gutes bedeuten. Beziehungsweise in der Gegenwart nichts Gutes bedeuten, weil die ja dauerhaft da sind und auch an Orten, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben, weil, ne? Nordlichter sind ja nur aber wie war das nochmal mit UV? Das auf die Ozonschicht trifft, dann ist das irgendwie, das hat viel mit der Sonne zu tun und dem Sonnenlicht und UV. Und dass da irgendwie die Ozonschicht, glaube ich, dünner ist oder dicker. Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall löst das dann dieses Phänomen aus. Oh, ich hätte mich besser vorbereiten können. Tür, bist du hier? Ja. Oder auch ein andern Mal. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne?
Ich sollte vielleicht mal X drücken. Ich bin einfach mal geradeaus gelaufen und dachte, dass... Ne? Genau, Polarlicht. Stickstoff- und Sauerstoffatome der Atmosphäre. Angeregte Stickstoff- und Sauerstoffatome der Atmosphäre. Also ein Elektrometeor. Ja, das hat was mit Stickstoff, Sauerstoff und UV zu tun. Also, ne, mit dem Licht, das halt von der Sonne kommt. Ja, ich fühle mich gar nicht so intelligent, wie ich mich fühle. Ja, gut. Ich fühle mich gerade richtig dumm. Weil ich das gerade nicht so rübergebracht habe, wie ich es eigentlich rüberbringen wollte. Aber, naja. Na? Abi, welch Wohltat für meine Augen. Was ist mit deinem geschehen? Ein Opfer für etwas Wichtigeres. Ist der Wolf in der Nähe? Ja, er ist gewachsen. Ach ja, er ist ja Tür. Ich habe ihm Gesellschaft geleistet. Doch ist er von einer unerklärlichen Traurigkeit befallen. Bedauerlich, okay. Aber notwendig. Ich wusste gleich, dass dieser Wolf ein schlechtes Omen ist. Anfangs hatte er ein sanftes Wesen. Doch unser Misstrauen und unsere Grausamkeit nahmen dem armen Wolf seine Freude, sein Leben. Wäre es also barmherzig, ihn zu töten? Es ist zu spät für diese Gnade. Dieser Wolf hat so viel Kraft. Wir könnten es zusammen kaum mit ihm aufnehmen. Ah ja. Ich fürchte, er ist von einer Stärke erfüllt, die ihn ewig leben lässt. Dann werden wir ihm ein anderes Schicksal anbieten. Dieses Seil ist unzerstörbar. Du musst ihn überzeugen, es zu tragen. Es wird als Leine fungieren, deren Magie anzeigt, dass er keine Gefahr darstellt. Eine Versicherung für die Aesir, die ihn fürchten. Ein Leuchtfeuer, mehr nicht. Kein Leid soll dem armen Fenrir widerfahren. Ah ja. Fenrir, ja. Du kennst den Namen des Geschöpfs. Hat Loki ihn dir gesagt? So ist es. Ein guter Name. Ja, der im Sumpf lebt. Ein passender Name angesichts seines Schicksals. Okay. Da kommt doch noch mehr. Fenrir! Gute Neuigkeiten! Lass mich. Ich wünsche dir das Beste. Doch noch immer herrscht große Furcht in Asgard. Die Aesir sorgen sich ob deiner wachsenden Größe und Stärke. Tun sie das. Wieso sollten sie sich denn fürchten, alter Freund? Havi bringt eine Leine, die von Zwergen gefertigt wurde. Ein Leuchtfeuer, das wir aus der Ferne sehen, damit wir wissen, wo du bist. Trage es, und du darfst in Asgard leben und gedeihen. Das riecht irgendwie faul. Trag die Leine, oder kehre zurück nach Jötunheim. Triff deine Wahl. Sohn des Loki. Habe ich dich nicht mit Güte behandelt? Wir beide sind verbunden. Und wie ich meinem König traue, so traue du auch mir. No, oh, irgendwie süß. Öffne dein Maul. Als Zeichen des Vertrauens kannst du mir meine Hand nehmen, falls ich lüge. Oh. Schön. Mach schnell, Harvey. Ich hoffe, deine Hand muss nicht dran glauben. Bitte nicht zu schnell abbeißen. Es brennt! Harvey? Nein. Befreie ihn! Harvey! Hier bleibst du, Sumpfbewohner! Tür? Lass ihn in Ruhe. Au. Jetzt hat er seinen Arm verloren. Hier stirbst du, Übelstifter. Toll.
Toll. Hä? Ich verstehe den Bosskampf nicht. Okay. Sprich den Rätseln. Der Sitz der Götter wird rot. Rot vom Blut. Na, schon wieder. Ich meine, der Wolf scheint ja nicht dumm zu sein. Wenn auch etwas unbeholfen. Wieso hat der Tür seine Hand genommen? Ich glaube, ich kann gerade nicht angreifen, ne? Muss ich auf seine Schwachstellen? Sind das seine Schwachstellen? Okay, so geht's. Oh, meine Axt hängt noch in seinem Kopf. Interessant, und er ist vergiftet. Manchmal kann ich ihn verletzen und manchmal nicht. Oh. Wund klafft der Himmel in diesen Tagen. Windzeit, Wolfszeit. Nein. Wo hast du diese Weissagung gehört? Ist keine. Glaub nicht alles, was du hörst. Nicht alles muss eine Weissagung sein. Ja, komm. Geh weg. Au. Das tut weh. Toll, dass du auch triffst. Sehr super. Ja, ich weiß. Ich brauche auch was anderes. Trompeten, ja, hier. Oder? Ja, okay. Dankeschön. Ich brauche nochmal so ein Trompetengewächsgedöns. Wo haben wir denn noch welche hier? Nein. Anscheinend nicht. Okay. Okay. Das ist super für mich.
glaube ich. Hier. Er ist, glaube ich, sauer. Na. Ach, ich dachte schon, es wäre wieder soweit. Nee, ist wieder soweit für den Unverwundbarkeitszeitpunkt. Ja, ich weiß. Ich dachte, hier wären vielleicht auch die dabei, die ich tatsächlich... Ach, habe ich schon voll. Adrenalin. Sind. Das wollte ich nicht. Ja, hängen ganz viele Sachen von uns dran. Dann kommt das zweite große Land, wenn Harvey sich dem Wolf im Kampf stellt. Woher weißt du diese Dinge? Das ist die Geschichte, die ich mir des Nachts erzähle, wenn ich in Kälte und Dunkelheit schlafe und davon träume, dein Fleisch zu kosten. Ei. Das hat nichts mit Wissen zu tun, sondern mit, ja. Taktfreund. Du hast es versprochen, dass du ihn nicht tötest. Ne, denk dran. Ach, verdammt. Ein Schlag vor ihm. Ich glaube, Gift dürfte auch funktionieren. Okay, der Kampf ist doch nicht so aussichtslos, wie ich zu Anfang dachte. Das ist schon mal zumindest etwas beruhigend. Ich hatte, glaube ich, mehr Sorgen, als ich brauchte. Aber gut, lieber mehr als zu viel oder zu wenig. Ja, komm. Komm, einmal bitte zuletzt. Ja. Ja. Ich glaube, wir machen uns nicht gerade beliebt bei Tür. Aber hey. Wir haben eigentlich... Ja, gut. Hey, wegen deinem Arm, tut mir leid. Wo ist Tür? Da. Das war so nicht geplant. Der sollte wirklich halt nur damit rumlaufen dürfen. Das war halt nicht so geplant. Wo ist Tür? Da drüben. Dein Arm. Ist weg. Und er hasst uns. Ich vermochte den Todesstoß nicht zu setzen. Meine Eide bleiben ungebrochen. Jeder Geringere hätte seinem Hass freien Lauf gelassen. Okay. Hätte es nur einen anderen Weg gegeben. Du wärst ihn trotzdem nicht gegangen. Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Unser Schicksal steht fest. Okay. Schicksal oder nicht, du brachtest ein großes Opfer. Für mich. Es war nicht für dich. Nein, es war für ihn. Du hast dir mit deiner Gnade keinen neuen Freund gemacht, Herr der Geistesschwachen. Ich werde dich töten. Euch alle. Ich fress mich am Aesir-Fleisch fett. Du magst den letzten Schlag ausführen, Sohn des Loki. Doch ich genieße meine Jahre der Freiheit, bis wir uns wiedersehen. Komm, alter Freund. Die heilenden Hände Freyas können dir helfen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber der Hund lebt, also der Wolf. Ob Tür es schaffen wird, ich glaube nicht, dass wir es erfahren. Oder doch? Doch, erfahren wir es? Okay, ich dachte, das ist jetzt beendet. Also, ernsthaft, beendet. Unsere kleine Reise nach Asgard.
Nicht nach Valhall, damit habe ich mich beim letzten Mal schon getäuscht, aber nach Asgard. Valhall ist ja, ne? Ja, gut. Das ist halt eine andere Nummer. Irgendwie habe ich das im Kopf gleichgesetzt. Ich weiß nicht, wieso. Naja. Okay. Die schon wieder? Kommt ihr, um zu sagen, was ich fürchte? Wir sagen nichts. Doch okay. Wir zeigen. Eine Vision der Zeiten, die kommen. Kein Lebender oder Toter kann jemals Havis Hochmut erreichen. Mhm. Zu glauben, dass du dein Schicksal so ändern könntest. So sehr du dich auch mühst, so sehr du dich auch wehrst, die Fäden des Schicksals binden dich so fest wie ihr den. Und doch, aus diesem Muster entkommt ein Faden dem Gewühl und haftet sich stur an das Gespinst. Ah ja. Äsir, Vanir, euer Untergang kommt. Die Erde wird beben, die Sonne wird sterben. Jötna werden eure Wege bevölkern, während es Feuer auf euch herabregnet. Mhm. Und der große Fenriswolf wird sich an eurem Blute laben. Doch du hast einen Weg gefunden, den Schrecken zu überlisten. Lasst es fließen. Den Tod zu überlisten. Vom Lebensbaum kommen wir. Zum Lebensbaum kehren wir eines Tages zurück. Dein Huga wogt in eine Zeit lange nach der deinen. In eine Zeit, in der du wiedergeboren wirst. Niemand darf folgen. Schon gar nicht Loki. Es ist getan. Nun stellen wir uns dem Ende. Okay. Könnte Loki ihr Wunschbruder sein? Also den von Eivor? Der entführte Bruder? Könnte er Loki sein? Und sie ist quasi Havi? Der Erhabene? Also die Wiedergeburt? Dem Schicksal ein Schnüppchen schlagen. Das Schicksal des Erhabenen. Heute sollte ich noch nicht sterben. Nein. Das kommt noch. Aber gehen wir erstmal runter. Ich glaube, das ist ganz angebracht. Eieieiei, was war das denn jetzt? Das war viel zu cool. Als dass wir hier hätten aufwachen sollen. Na gut, einerseits schon, aber andererseits hätten wir uns auch einfach rausporten können. Das wäre auch gut gewesen, also wenn sie jetzt einfach als Eivor aufgewacht wäre. Und dann so die Erkenntnis und so. Asgard, was haben wir denn jetzt noch? Nichts, ne? Ja. Ja, das hatten wir schon. Das sind die Flussraubzüge. Ja, nee. Okay, gut. Würde ich mal sagen. Wir können aufwachen, ne? Da hätten wir auch gar nicht runtergebraucht. Eieiei. Naja, egal. Das soll ja nicht schlimm sein, ne? Das wird interessant. Das wird eindeutig sehr, sehr interessant. Na, mal schauen. Wie sich das noch weiterentwickelt, ne? Noch ist nicht aller Tage Abend oder irgendwie sowas. Na, noch für ihn schon. Irgendwie. Aber ich bin interessant, wie sie das weiterweben. Oder ob sich das jetzt hier im Sande verläuft, wie es manchmal ja auch der Fall ist, ne? Dass das einfach angeschnitten wird und dann wird daraus nichts gemacht. Würde ich mir allerdings nicht hoffen. Also ich hoffe, dass das wieder aufgegriffen wird. Ne, also, dass das irgendwie was damit zu tun hat, dass sie sich ja gegen ihren Bruder wendet. Dass das diese alte Loki-Havi-Geschichte ist. Und dass das deswegen einfach nur... Ne, ich meine, er hält sich ja auch für ein Nachkommen, beziehungsweise selber einen Asen, also eine Gottheit. Und dass er einfach quasi, dass Loki an dieses Ding... Also, ich meine, für ihn wäre es ja nicht schlimm, nicht weiter schwer daran zu kommen. Er müsste einfach nur aus Mimirs Quelle was holen. Und das mit dem Met mischen oder irgendwie sowas. Oder daraus trinken. Ich habe keine Ahnung.
auf jeden Fall davon was klauen, wäre ja jetzt nicht so schwer, ne? Und deswegen, dass er dann hinterhergekommen ist, quasi auch dasselbe gemacht hat, was Harvey gemacht hat. Gestorben ist und dann, ja, auch wiedergeboren wurde. Oder Senhuga quasi dann, ja, weitergezogen ist. Ich finde das interessant. Ein interessanter Ansatz dafür zu sagen, hier, das sind die beiden Rivalen und das ist aus dem und dem Grund und nicht einfach nur, weil Baum. Nicht einfach nur, weil er da irgendwie von irgendjemandem belatscht wurde, belabert wurde und auf einmal böse wurde, weil ich meine, die Geschichte wiederholt sich quasi. Loki und Harvey waren ja auch Brüder, die sich mochten. Ist ja nicht so, als wenn die sich nicht gemocht hätten. Und dann ist so nach und nach ist dann so eine gewisse Zwietracht da in die beiden reingeraten. Und auch so eine gewisse Widerspruch und so, ne? Und dann haben die sich ja auseinandergelebt. Und genau das gleiche sehe ich ja bei Evo und ihrem Bruder, bei Sigurd. Jetzt fällt mir übrigens sein Name wieder ein. Die haben sich ja auch, leben sich ja auch so durch Basim, ja, okay, aber die leben sich ja auch so auseinander, ne? Ich meine, das hat ja nicht nur was mit dem Orden zu tun. Das hat, ne, nicht alle, sie sind halt nicht immer einer Meinung. So, das wollte ich sagen. Und ja, ich meine, man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein, aber bei denen ist das halt, steht halt viel, 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 viel mehr dazwischen, ne? Als nur das. Also, wenn man mich versteht. Jetzt kannst du mal endlich laden. Lade bitte. Ich will nicht am Ende des Parts ein Ladescreen haben. Bitte nicht. Du darfst endlich laden. Okay, gut, dann wir machen mal die Tipps. Schalten mal die. Okay. Jetzt lädt er. Ich wollte gerade sagen, jetzt schalten wir mal die Tipps durch, aber das hat sich dann erledigt. Fürs Erste. Können wir ja beim nächsten Mal wieder machen. Ne? So ein paar Tipps durchschauen. Eventuell. Na. Sauber aufstehen. Mit den Händen in den Knien. So, und jetzt reden wir mal mit ihr. Reden wir mal Tacheles. Nö? Evo, du bist erwacht. Ich hoffe, du bringst neues Wissen. Ja. Ich war wieder in Asgard. Ach nee. Und was hast du gesehen? Ich fesselte den Fenriswolf, Lokis Sohn, mit einer unzerstörbaren Leine. Das Biest war erzürnt von meiner Tat. Wir kämpften und ich siegte. Aber ich konnte es nicht töten. Du tauchst ein in Legenden, nicht für wahr gehalten habe. Gleichnisse. Ja. Doch du durchlebst sie wie Erinnerungen. Mhm. Ich fühlte jeden Moment und sie waren echt. Wie du und ich, die wir hier sitzen. Das ist wundervoll. Was sagst du noch? Ja, ich will noch mehr erzählen, ne? Es gab einen Verrat. Ich betrog meinen Freund, Tyr. Ich sah zu, wie der große Wolf ihm den Arm aus der Schulter riss. Ich hätte es mit einem Wort verhindern, ihn warnen können. Aber ich tat nichts. Wie hast du dich gefühlt? Sein Schmerz berührte mich nicht. Da war kein Hass, aber ich bereute meine Gleichgültigkeit nicht. Wie Gift, das nach Wein schmeckt. Okay. Maßlose Selbstbezogenheit kann sich so anfühlen. Was hast du noch gesehen? Viel mehr. Ich sah eine letzte Vision der Nahen von Ragnarök. Da waren nur Feuer und Asche. Ein Chaos, übel wie der Wind aus den Tiefen von Ginnungagap. Doch wir waren bereit für den nahenden Sturm. Zu acht tranken wir Met und gingen gemeinsam unserem Ende entgegen. Um wiedergeboren zu werden. Das war das Ende der Prophezeiung der Nornier. Um wiedergeboren zu werden. Was sahst du noch? Ja, mehr nicht. Mehr habe ich nicht verstanden. Also gut, es erscheint mir klar. Der erste Traum sprach von der Furcht vor dem Verrat, die auf dir lastet. Okay. Odin schien es angemessen, sein grenzenloses Wissen mit dir zu teilen und den Schatz seiner Erfahrung. Vielleicht soll dir seine Geschichte eine Warnung sein. Seine Gleichgültigkeit ist bedauernswert. Folge nicht seinem Beispiel. Also ist Harvey doch Odin. Sonst erwartet dich nur Einsamkeit, eine Verbannung
schlimmer als der Tod. Aber ich verstehe. Sind ja nicht gleichgültig. Also, zumindest ne? hoffe ich das. Danke, Walker. Okay. Na, mein Junge? Ihr. Er ist schon nicht mehr da. Was haben wir hier? Achso. Ah ja, jetzt haben wir wieder zwei Fertigkeitenpunkte, die wir verpulvern können. Hier oben sind wir, glaube ich, fertig gewesen, ne? Ja. Jetzt kommen wir hier rüber zum gelben Bereich. Zu den neuen Fertigkeiten. Flinke Finger. Ah, oh, das ist super. Das hätte ich gleich machen sollen. Ah, okay. Ja, gut. Das nicht so, aber das andere. Flinke Finger können wir immer gut gebrauchen. Ja. Was soll ich sagen, ne? Das war eine Erfahrung der besonderen Art. Oh, die sind aber auch niedlich. Alles gut? Ich glaube, der schläft nur. Okay. Okay. Dann speichern wir mal und ich würde sagen, ich beende hier mit dem Part für heute. Es hat lang genug gedauert. Die 40 Minuten sind überschritten. Wir sehen uns aber hoffentlich im nächsten Part wieder, ne, wenn wir dann wieder zu Randvi gehen, um unseren nächsten Quest abzuholen. Bis dann. Bye.